So, dann lasse ich mal meinen Standardspruch wieder hier los und sage: Moin Leute, zu diesem etwas anderen Video. Ich wollte dieses Video einfach mal machen, um zu sagen: Danke, danke, danke für eure tatkräftige Unterstützung. Jetzt sind wir schon 200. Es ist kaum vorzustellen, dass ich hier für 200 Leuten eigentlich rede und da sitze ich hier in meinem Zimmer und ja. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass vielleicht den ein oder anderen hier interessieren könnte, wo diese Videos entstehen eigentlich. Weil ihr seht ja irgendwie nur das Programm und meine Stimme hört ihr und das gibt dann das Video. Ja, ganz genau. Und jetzt wollte ich einfach mal euch zeigen, wo ich hier so sitze und was ja genau so ein bisschen meine Hardware ist und was ich so habe. Vielleicht könnte der ein oder andere interessieren. Mich hat es früher auf jeden Fall mal immer interessiert und keiner hat irgendwie sich die Mühe gemacht, mir zu antworten auf meine Kommentare. Und ja, das wollte ich halt mal jetzt ein bisschen verbessern. Und ab geht der Film. So, und los geht's auch schon wieder. Ihr seht hier mal meinen Schreibtisch. Ich bin mal von rechts hier. Da seht ihr ein paar CDs, meistens irgendwelche Hörspiele oder sowas, irgendwelche Geschichten, ich weiß nicht. Ich höre mir lieber Sachen an, als dass ich mir es lese. Da merke ich es mir erstens besser und irgendwie ist es auch interessanter. Ich weiß, ich bin ein bisschen lesefaul, was das angeht, aber ja, was soll man machen? Und ja, weiter geht's hier zu meinem Schreibtisch. Ich schwenke mal ein bisschen hier so rüber. Könnt ihr mal ein bisschen kurz alles sehen, wie ich da so sitze. Ich habe hier so meinen Stuhl aufgebaut, direkt davor. Und ja, da habe ich noch in dem Tisch, habe ich mir mal so einen Schreibtisch zugelegt beim Umzug, wo ich hierher gezogen bin. Und ja, hat eigentlich ganz praktische Fächer. Im ersten Fach habe ich irgendwie nur so Stifte und sowas und unten ist Druckerpapier und ein paar ja, Anschlusskabel und sowas drin. Druckerpapier deswegen, weil ich hatte mal einen guten Canon-Drucker, aber der ist aus, keine Ahnung, unerfindlichen Gründen irgendwie, ja, der wollte nicht mehr. Der lebt jetzt auf dem Schrottplatz und das heißt, ich habe richtig gutes Druckerpapier hier rumliegen, aber keine Verwendung mehr da wirklich. Ich zeichne halt jetzt all diese Logos, wo ich für euch immer mache, zeichne ich davor irgendwie drauf und dann scanne ich sie ein und vektorisiere sie oder sowas und schau mal, wie das so passt. Ja, so viel dazu. Auf dem Schreibtisch, ihr seht tausende Zettel. Das hat auch seinen Grund, ich schreibe unglaublich gerne irgendwie so Sachen auf. Ich weiß auch nicht, also ob ihr das macht, jemand von euch auch, keine Ahnung. Ich schreibe mir halt ständig irgendwas, was ich machen soll oder irgendwie hier zum Beispiel, in welcher Form das jetzt gerendert wird und so Sachen. Schreibe ich mir einfach hier auf und lege das dann dahin und sage, so, passt. Und deshalb habe ich hier eine ganze Zettelkolonie jetzt schon. Ja, ihr seht hier, weiter habe ich mir extra so einen geilen Teppich geholt aus Istanbul als Mauspad. Da sitzt jetzt die Maus, die Red 9 drauf, habe ich auch schon mal ein Video zugemacht, also alles unten, alles was ich jetzt hier so erzähle, wovon ich ein Video gemacht habe oder von was ihr gerne was wissen wollt, alles unten in der Videobeschreibung, alle Links dazu und sowas, ja, dass ihr mir halt so einen Überblick habt. Ja, weiter geht's hier, meine Tastatur, ihr seht, da sind lauter bunte Kleber drauf, ich kann irgendwie, ich habe ja keine Beleuchtung auf der Tastatur. Und da muss ich mir irgendwie anders behelfen und habe jetzt beispielsweise alle wichtigen Keys für Borderlands draufgeklebt erstmal, damit ich weiß, wo ich relade oder wo ich irgendwie Inventar und so Zeug habe. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, musste auch erst die Tastaturteile rausreißen, aber es funktioniert. Es funktioniert, Leute, mal irgendwie hilft mir sich ja immer. Und sonst noch hier wichtig für YouTube ist für mich auf jeden Fall das Mikrofon, durch das ihr mich jetzt gerade auch sprechen hört. Ja, das habe ich mir auch mal zugelegt, weil ich sonst kein Mikrofon gehabt hätte. Nur das von der Webcam und das klingt ungefähr so, als würde ich durch einen Ventilator sprechen und hinter mir kommt Feuerwerk raus. Also nicht so wirklich toll. Das ist jetzt ein T-Bone SC450 USB Studio-Mikrofon. Ich hatte mal ein Video dazu eigentlich gedreht, aber ich war da nicht so richtig überzeugt und habe es nicht hochgeladen. Vielleicht kommt da noch was. Also wer sich für sowas interessiert, das ist ein super Studio-Mikrofon. Also von Thomann könnt ihr euch das holen. Ich lade unten auch wieder einen Link rein. Also ich bin ernsthaft sehr gut zufrieden. Das sagt man eigentlich nicht so, aber egal. Weiter geht's dann. Ich habe mir extra so ein kleines Glasregal hier für meinen Bildschirm geholt. Ich weiß nicht, ich bin es irgendwie so gewohnt, dass der Bildschirm so oben ist. Dann habe ich unten so Platz und so.
Manche, die zu mir kommen, sagen, es ist voll komisch, dann da reinzusehen, es ist viel zu hoch, aber mir gefällt es genau so. Der Bildschirm ist auf jeden Fall von AOC. Ich habe jetzt hier gerade keine Daten so da, aber er ist auf jeden Fall 3D-fähig. Ich weiß nicht, warum ich mir das geholt habe. 3D-fähig, ich benutze es eigentlich so gut wie nie. Ich habe es einmal für, was habe ich mir angesehen, Star Trek, glaube ich, ja. Da war es recht gut. Also, ja, aber so für den täglichen Gebrauch braucht man das eigentlich ja überhaupt nicht. Also, so viel dazu. Der Link ist auch wieder unten drin. Sonst, ja, Webcam steht dort. Benutze ich relativ selten. Weil ich Skype nie so wirklich viel. Und sonst, ja, meine Boxen stehen da oben. Telefon, Internetzeug. Ich muss nochmal das Internet von meinem Mainboard hier irgendwie in Gänge kriegen. Und das bringt uns auch schon wieder zur linken Seite. Hier, wo mein PC steht. Das Prachtstück. Und ja. Das Gehäuse ist von Kosair, ein Meditower. Ja, so viel dazu. Es hat ist eine ganz gute Kühlung eigentlich drin. Ich kann oben hier so ein bisschen regeln und dann kann ich drei verschiedene Ventilatoren steuern damit. Ich habe unendlich viele Anschlussmöglichkeiten und Platz da drin. Ich musste mir so ein neues Gehäuse holen, weil mein Mainboard so groß war, dass das sonst nirgendwo reingepasst hat. Es gibt größere, es gibt der Big Tower und sowas. Das wäre. Da könnte ich mir hier meinen Arm drauf stützen, weil es so groß wäre wie mein Schreibtisch. Aber ich habe mir jetzt den geholt. Der war schon mal so groß, dass mein alter PC da rein konnte. Ja, ich konnte ihn einfach reinstellen. Ja, ich dann sage kurz noch was zu den PC-Teilen. Ich habe jetzt hier unten eine Liste, auch in der Videobeschreibung drin. Aber ich zähle es einmal kurz mal auf. Vor kurzem habe ich mir eine SSD. Oder, ja, wir beginnen erstmal mit dem Mainboard. Eins nach dem anderen, Junge. So, Mainboard habe ich alles von MSI gekauft. Ja, hat mich irgendwie überzeugt. Ja, cooles Design und coole Technik. So weit, so gut. Es ist ein MSI Z97 Gaming 9 Overclocking, also AC Edition. Ich habe es bis jetzt nur einmal ganz kurz übertaktet. Ja, und hatte dann gleich Schiss, dass ich was kaputt gemacht habe. Also, ich bin nicht so wirklich der da jetzt was riskiert bei solchen Bauteilen vorher mal, so mal das auch richtig teuer war. Es hat eine ganze Menge Schick da jetzt dahinter. Also ihr habt extra eine Soundkarte drauf verbaut, ihr könnt es übertakten, wie schon gesagt. Ihr habt tausende Programme, euer BIOS wird euch überraschen. Das ist richtig cool. Früher hatte ich immer Angst, ins BIOS zu gehen, weil das war schon, das sah immer aus, als wäre es aus dem Urschlamm der PC-Welt irgendwie so ausgegraben und jetzt ist das ein richtiges Programm, Leute. Das ist echt. Ich weiß, ich hink da ein bisschen der Zeit hinterher, aber für mich war das echt wow. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Hey, das ist ja ganz normale Zahlen und sowas, wo da sind. Auf jeden Fall hat auf dieses Mainboard mein alter Prozessor nicht drauf gepasst. Der hatte ein paar zu viele Pins und sowas. Also die kleinen Steckteile, wo man so hinsteckt. Und da musste ich mir auch einen neuen Prozessor holen. In diesem Fall war das der Intel Core i7 4700K. Auch ein übertaktbarer Prozessor. Ja, der sei anscheinend ganz gut. Und den habe ich mir da gleich dazu geholt. Genauso wie eine passende Grafikkarte. Nachdem ich mir die Grafikkarte gekauft habe, habe ich gehört, ich hätte anscheinend lieber in die Grafikkarte investiert. Also, ihr könnt euch da nochmal schlau machen. Ich bin auf jeden Fall bis jetzt zufrieden damit. Es ist eine MSI Twin Browser Gaming von GTX GeForce 760 Version. Auch übertaktbar. Und ja, also ich kann flüssig Spiele mit 1920x1080p, also in 1080p spielen und anschauen, Filme in allem. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und ja, ich könnte auf das Mainboard noch zwei dieser Grafikkarten draufbauen. Also mir war es wichtig, dass ich halt immer wieder was Neues draufbauen könnte und nicht mit dem jetzt irgendwie feststecke oder sowas. Also da habt ihr wirklich sehr viele Möglichkeiten, wenn ihr euch die Sachen zulegt. So glaube ich zumindest. Und ja, ansonsten ganz kürzlich jetzt nochmal die SSD, wo ich mir gekauft habe. Ich habe eine alte Festplatte drin gehabt. Die ist aber noch sehr, sehr alt und hat halt eine sehr langsame Schreibrate. Und ja, die neueren sind ja 4 bis 5 Mal so schnell. Und da habe ich mir eine von Kingston, eine sogenannte HyperX, geholt. Die hat 240 GB und ja, ist relativ schnell, kommt mir so vor. Ich war ein bisschen in Krampf, die mal
zum Laufen zu bringen, dass der PC das auch erkennt. Wieder viel BIOS rumgepfusche, aber es ging jetzt schon. Jetzt muss ich noch ein paar Programme draufladen, damit es auch ein bisschen flüssiger geht und sowas. Ja, ansonsten darf bei einem PC natürlich auch der Arbeitsspeicher nicht zu kurz kommen. Dabei habe ich mir extra zwei neue RAM-Sticks gekauft. Die sind von Kingston aus dem Modell HyperX Fury. Haben DDR3-Speicher, sind 16 GB stark, also 2x8. Und ja, die laufen auch sehr flüssig. Also der PC hat schon relativ gute Rückladen. Was soll ich noch sagen? Ihr seht jetzt hier noch diese linke Ecke. Da ist mein Headset noch dabei, das Freak 7 von Mad Catz. Ich bin sehr zufrieden damit und ja, ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht. Alles unten in der Videobeschreibung. Wer sich für das interessiert, kann es auch anschauen. Sonst habe ich noch zwei Festplatten von Western Digitals. Ich glaube insgesamt so 4 bis 5 Terabyte oder sowas. Ja, YouTube macht sehr viele Daten. Glaubt mir, das kriegt ihr schnell voll. Ich muss mir bald wieder eine neue holen. Ja, sonst habe ich sehr viele Filme, Serien und sowas. Auch daraus habe ich hier oben alles stehen. Ja, ich bin begeisterter Filmeseher. Vielleicht mache ich auch ein paar Reviews und ein paar Tipps oder sowas. Ansonsten war es das eigentlich jetzt auch schon wieder. Ja, ihr habt meinen ganzen Arbeitsplatz hier gesehen. Hier noch mein Stuhl kurz. Da sitze ich immer drauf und rede mit mir selbst in meinem Zimmer und nehme das halt auf. Dadurch entstehen dann meine Videos. Und jetzt noch zum Schluss nochmal vielen, vielen, vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Wirklich 200 Abonnenten, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, cool. Echt klasse, Leute. Ihr habt mir damit den Tag versüßt. Ich hoffe, ich kann eure Wochenenden in Zukunft auch ein bisschen besser gestalten, indem ich neue Videos rausbringe. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr so gerne sehen wollt von mir in Zukunft oder ein paar Anregungen. Ihr könnt das alles frei gestalten. Seht das, als wäre es euer Kanal und ich bin der Typ, der dann irgendwas macht hier. Ich bringe zwar meinen eigenen Senf auch noch mit rein, aber hey, wenn ihr sagt, was ich machen soll, dann mache ich das. Und damit sage ich Adios und bis zum nächsten Mal, euer Gucke.